Eine Nacht zum halben Preis für Halblinge. Ich werde hier warten, bis ihr bereit seid, loszugehen. Wo sind die noch hier in Minsk? Ich habe angeblich ein... Also wahrscheinlich sie haben angeblich ein Zimmer im zweiten Stock. Wenn ihr geht, entfernt euch nicht zu sehr von mir. Wenn ich euch in der Menge aus den Augen verliere, wird Herzog Aether meinen Kopf fordern. Mhm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Can't hardly move in these streets. Das sind einfach nur Bürger. Ah, da ist Katera. Ein kleines Trinkgeld ist immer gut. Seid gegrüßt. Kann ich euch was zu trinken bringen? Hobel, der Marktsteuer, der draußen arbeitet, verliert langsam seine Stimme. Er könnte ein Getränk brauchen. Erbarm, wir haben kaum genug Getränke, um unsere zahlenden Kunden zu bedienen. Ich werde ihm eins rausschicken, wenn ich kann, aber das könnte eine Weile dauern. Sicherlich hat eine Dame von eurer Kompetenz und Kontenance... Sicherlich kann eine Dame von eurer Kompetenz und Kontenance einen Weg finden, um das Getränk eher früher als später hinauszuschicken. Die anderen Bedienungen müssen zu einer Frau wie euch aufschauen. Was würde das wohl für einen Eindruck machen, einen Angestellten zu den drei alten Fässern verdursten zu lassen? Ich bin ein herzlicher Mensch mit der Ausdauer eines Ochsen, aber selbst ich würde Robels Bitte als schwierig empfinden. Seid ihr sicher, dass ihr keinen Weg finden könnt, ihm sein Getränk früher zu schicken? Robel arbeitet so hart, um dem Geschäft Kunden zu bringen. Ich bin sicher, dass ihr und die anderen Bedienungen von den Überstunden und dem Trinkgeld profitiert. Das Mindeste, was ihr tun könnt, ist ihm ein heißes Getränk zu bringen. Der bräuchte eher ein kaltes, wenn er verdurstet. Oder auch nicht kalt, eher normal temperiert. Oder einfach ein kaltes Wasser. Dann lasse ich ihn wissen, dass irgendwann ein Getränk kommt. Nein, spielen wir unseren badischen Charme aus und nehmen die 1. In Ordnung, ihr habt mich überredet. Ich lasse die Küche etwas heißes Zitronenwasser mit einem Schuss Rum und Honig mischen und schicke es sofort raus. Ich danke euch, ich bin sicher, Robel weiß es zu schätzen. Und dann zurück an die Arbeit. Genieße einen Aufenthalt eben zu den drei alten Fässern. Ich sollte mit Robel, dem Marktschreier, vor dem Gasthaus zu den alten Fässern reden. Mhm. Wenn wir hier drin fertig sind. Ein kleines Trinkgeld ist immer gut. Hallo, mein werter Herr, wie kann ich euch helfen? Erzählt mir von euch. Wer ich? Es gibt nicht viel zu erzählen. Das Wirtshaus brauchte jemanden, der sich um den Zapfhahn kümmert, und ich brauchte ein paar zusätzliche Münzen in meiner Tasche. Mein Mann ist ein Seefahrer, ist also wochenlang weg. Das gibt mir etwas zu tun und erlaubt es mir, mit Leuten zu reden. Ihr müsst euch hin und wieder einsam fühlen. Geht nur, ihr könnt mir schmeicheln, ich bin dennoch mit meinem Mann glücklich. Nun darf ich euch schon mal etwas zu trinken anbieten? Nein, gerade nicht. Ich bin knapp bei Kasse. So, hier sind auch Leute. Priscilla. Die amnische Freude ist ist der klapprigste Clan, den ich bisher gesehen habe. Könnt ihr mich hören da drüben? Ah, diese Mannschaft ist rücksichtslos. Es macht ihnen nicht mal etwas aus, wenn ich sage, dass ihr Kapitän ein drahtiger Schwachkopf ist, der Hafen von Steuerbord nicht unterscheiden kann. Also hier stinkern sich die Seemänner an. Seid gegrüßt, Ted. Gibt es heute Angebote für Helden? Feine Weine in hohem Glas. Nein, danke. Ich könnte mit dem Schankwirt oder einem der Hauptmänner sprechen, wenn ich dieser Schlägerei ein Ende setzen möchte. Halt, halt, beruhigt euch alle. Ihr da, ihr seid der Held von Baldur's Tor. Was, wenn denn so wäre? Ich bin mir sicher, dass ihr es seid. Könnt ihr bei dieser Angelegenheit helfen? Ich möchte nicht Itin und die anderen Gesetzeshüter rufen müssen. Das geht euch nichts an, haltet euch raus. Der Kampf würde die Bar beschädigen, Leute könnten verletzt werden, macht das wenigstens draußen. Warum kämpfen, wenn man trinken kann? Mehr sag ich nicht. Setzen wir uns und bestellen eine weitere Runde. Ich mache es zu meinem Problem, zurücktreten. 10 Sekunden, so viel Zeit habt ihr, bis ich anfange, Schädel zu spalten. Die Weißen unter euch werden jetzt langsam etwas Weite suchen. Trinken wir noch ein. Ich kenne euch, Held. Ihr wurdet mit Sarivok verwechselt. Jeder redet davon. Warum sollten wir euch zuhören? Ihr mögt die dunkelste Seele hier haben. Ich habe Sarivoks Bedrohung beendet. Meine Seele ist nicht dunkler als die von jedem hier.
Und ihr mögt das hässlichste Gesicht haben, aber ich gehe nicht darauf ein. Ihr wisst ja nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe Sarivox Bedrohung beendet. Wer weiß es, kämpft mit uns gegen die Mannschaft der amnischen Freude. Ich bin auf eurer Seite, schnappen wir sie uns. Gewalt bringt selten eine Lösung. Mit einem Gumpfumpf wie Ortin ist es sinnlos zu reden, er versteht nur Gewalt. Wie wäre es mit einem weiteren Drink, würde er das verstehen? Genug der Worte, Zeit für Hiebe. Beruhigt euch alle, gehen wir das wie Zivilisierte an. Ich gebe euch die Wahl, setzt euch oder verblutet. Ich kann es mit jedem hier in der Bar aufnehmen, wenn ich es muss. Warum lauschen wir nicht alle einem Lied von Freundschaft und Kameradschaft auf See? Das wird eure Stimmung geben. Ja, singen wir. All die Kameradschaft hätte mir den Magen um wie ein Sturm ein Schiff. Ich bin in diese Taverne gekommen, um Frieden und Ruhe zu finden, nicht um schräges Geheule zu hören. Jo. Mir ist es gelungen, eine mögliche Kneipenschlägerei im Gasthaus zu drei alte Fässer zu verhindern. Good day to you. Seid gegrüßt, ich habe mich um eure rummelnde Stifter gekümmert. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt, aber dass diese Matrosen sich beruhigt haben. Nehmt dieses Stück Gold als Dank. Ich bin froh, dass ich viel nicht hierher bestellen musste. Mehr habt ihr nicht, ich denke, es wird reichen. Oh, 200 Gold. Ich grüße euch, werter Herr. Gut, jetzt haben wir wieder das Geld, um es abzugeben. Gut, wer ist jetzt hier oben? Ihr braucht nur zu fragen. Auf die Großzügigkeit des Schatzmeisters. Okay, dann sind das da die Jungs. Ein kleines Trinkgeld. Ich fürchte, ich habe keine Zeit zu plaudern. Wenn ich noch etwas zu trinken suche, kann euch sicher einer der Wirte unten weiterhelfen. I'm so tired. Hey da, Fremder. Kommt und trinkt einen mit uns. Ihr scheint heute in beste Laune zu sein, Freunde. Warum sollten wir das nicht sein? Wir haben ein Dach über den Kopf zu essen und zu trinken. Das hatten wir nicht mehr, seit uns der blutige Kreuzzug der strahlende Dame aus den Trollkammern verdient habt. Dann seid ihr also erst vor kurzem mit der Stadt angekommen. Wirklich, wem haben wir dieses Festmahl zu verdanken? Es war die Wohltätigkeit des Herzogs Belt, die uns beköstigt, oder die Wohltätigkeit des Schatzmeisters seines Palastes. Wie hier so nochmal? Ophidius? Nein, Ophilis war es. Er hat zu unseren Feierlichkeiten beigesteuert. Das ist ja lustig, dass sie Ophilis erwähnt. Ich bin vorhin begegnet. Er sah nicht aus wie jemand, der sich voller Freude vom Gold getrennt hat, das hier ungehemmt ausgibt. Hat er das Gold für dieses Paket beigesteuert oder wurde es ihm gestohlen? Das Problem ist, dass er mein Gold beigesteuert hat. Vergib uns mal her. Hätten wir gewusst, dass das Gold jemand anderem als den Großherzögen gehört, hätten wir es nie genommen. Ich meine, angenommen. Gebt zurück, was ihr gestohlen habt, und ich werde eure Bestrafung eurem Gewissen und euren Göttern überlassen. Es ist keine Entschuldigung nötig. Gib mir einfach das Gold und wir vergessen, dass jemals passiert ist. Ich bin an euren Entschuldigungen nicht interessiert. Mich interessiert mein Geld. Wir haben das Gold nicht. Dieses Bankett, das ihr genießt, ist gewiss beeindruckend. Dabei könnte ich mein ganzes Gold dafür ausgegeben haben. Was, ihr überfallt einen unschuldigen Mann für Geld und dann behaltet ihr nicht mal eure unrechtmäßig erhaltenen Gewinne? Da habt ihr ein Problem, ein tödliches. Nehmen wir die eins. Die Reise macht Baldusova lang und anstrengend und unsere Zeit hier war nicht viel einfacher. Wir sind nur noch Haut und Knochen. Das ist die erste anständige Mahlzeit, die wir seit 2 Monaten oder länger hatten. Unsere Geschichte ist kaum ein Einzelfall. Ich weiß, Tausende, die vor dem Kreuzzug geflohen sind, drängen sich auf die Straßen dieser Stadt, frieren, hungern und sind alleine. Wir haben das Gold des Schatzmeisters genommen, nicht nur für uns selbst zu helfen, sondern auch anderen, die unsere Not teilen. Ihr gab den Rest des Goldes denen, die es brauchten. Ich verstehe nicht, worum es geht, mein Freund. Es war nicht Ophils Gold, das ihr nahmt, es war meins und ich brauche es jetzt. Die einzige Not, die zählt, ist meine eigene. Wenn ihr mir mein Geld nicht geben könnt, dann werde ich mir die Genugtuung nehmen, diese Schenke mit eurem Blut zu färben. Nehmen wir die zwei. Ihr braucht es
mehr als die Mütter und Kinder, die auf der Straße verhungern? Nein, ihr wollt es und das ist in Ordnung. Ich verstehe das. Aber dieses Gold hat viel Leben gerettet oder sie zumindest ein wenig verlängert. Wenn wir dafür bestraft werden müssen, dann sei es so. Ich sterbe gerne wissen, dass ich es im Dienst eines höheren Zwecks getan habe. Und wenn wir nicht sterben, dann wird uns zumindest eine Zelle in der flammenden Faust, eine Decke über den Kopf und eine Mahlzeit am Tag bieten. Das ist mehr als viele im Moment haben. Ihr habt getan, was ihr für richtig gehalten habt. Ich kann euch dafür nicht allzu hart verurteilen. Genießt euer Essen und Trinken und behaltet mich in den Tagen, die kommen, in guter Erinnerung. Macht es gut, sofern das im Moment möglich ist. Euer Herz mag am rechten Fleck sein, aber was ist mit Ophelis? Ihr habt den Mann um ein Haar erschlagen. Ich kann Diebstahl und Körperverletzung in der Stadt nicht ungestraft lassen. Geht nach unten, stellt euch freiwillig Hauptmann Corwin und von der flammenden Faust. Ihr habt recht, wir brauchten, was wir nahmen, aber das entschuldigt nicht, was wir taten. Wir werden uns freiwillig stellen. Lebt wohl. Wie es aussieht, bekomme ich mein Geld nicht wieder. Da bin ich ja froh, dass ich viel Tant zum Verkaufen habe, um an Geld zu kommen. Ja, mein gestohlenes Vermögen. Wie es aussieht, bekomme ich mein Geld nicht mehr wieder. Aber die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Außer mein Geld ist da hinter dem Strang versteckt. Nein, da sind nur Edelsteine versteckt. Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. So, die hat auch nichts Besonderes zu erzählen. Wie ihr wünscht. Schlafender Elf, schlafender Zwerg. Minsk spielt wach. What is it, Bo? I've never seen you so. Was ist los, Bo? Ich habe euch noch nie so. Ah, can it be? Is this the hero of Baldur's Gate I see? Ich bin es, Minsk. Es ist zu lange her. Ihr habt von mir gehört. Ich möchte nicht darüber spekulieren, was ihr seht, Minsk, aber ich bin hier und ich brauche eure Hilfe. Minsk, ich brauche euch. Ja, Minsk, ich brauche eure Hilfe. Bo and I would journey to at least 7 of the hells and back for you. Probably all 9, but Bo says, Minsk, be realistic. This, you know. Bo und ich würden für euch mindestens 7 Höllen und zurückreisen, Benno, ihr. Wahrscheinlich alle in alle 9 Höllen, aber Bo sagt, Minsk seid realistisch, das wisst ihr. But we cannot leave our friend Dina here undefended. Aber wir können unsere Freunde Dina hier nicht schutzlos zurücklassen. Sie ist also hier ausgezeichnet, ich möchte auch mit ihr sprechen. Ich würde euch nicht darum bitten, ich hoffe, sie wird auch mitkommen. Dina hier kann sich gut genug um sich selbst kümmern, aber wenn ihr euch nicht ohne sie anschließt, sollte ich wohl auch mit ihr sprechen. Ich hoffe, sie wird auch mitkommen. Dann kommt, was die Katzen bei Boo tun, wenn sie denken, dass er nicht hinschaut und kommt herein. Minsk wird sich mir nur anschließen, wenn auch Dinne hier es tut. Was hast du zu sagen? Was macht ihr hier in diesem ist ein privater Raum? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass dieser Raum belegt ist. Ich gehe sofort. Ihr solltet eine Wache aufstellen, wenn ihr Leute draußen halten wollt. Das ist in dieser Gegend so Brauch. Ich wollte mich nur einmal umsehen, wenn ich darf. Ich wollte nicht stören. Ich habe gehört, dass eine Frau von einzigartiger Schönheit in diesem Raum sein soll. Geschichten reiben mich ihn aber nicht ansatzweise an die wahre Schönheit heran. Glaub nicht, dass ihr euren Charme bei mir spielen lassen könnt. Ich kenne Leute eurer Art. Mein Charme bei euch spielen lassen, meine Dame? Ich wollte nur euer einzigartiges Gesicht bewundern. Ihr habt mich sehr glücklich gemacht. Meine Schönheit ist Segen und Flucht zugleich. Ihr könnt eine Weile bleiben, wenn ihr möchtet. Ich wünschte, ich könnte für immer bleiben und in eure Augen schauen. Mein Herz wird schwer, wenn ich daran denke, euch verlassen zu müssen. So schöne Worte habe ich lange nicht mehr gehört. Wenn ihr für immer hier bleiben könntet, vielleicht könnte ich meine Worte hinterlassen. Eure Halskette darf ich sie ausleihen, ich graviere ein Liebesgedicht herein. Nehmt sie, mein Lieber, bringt sie zurück mit Worten der Liebe.
Ich habe eine Adlige davon überzeugt, mir eine wertvolle Halskette zu geben. Ja. Halsketten der Tränen Larels. Ist das jetzt ein Quest? Ja, was raus mit euch. Ist eine Quest, die wir sofort abgeschlossen haben. Auch lustig.